Hallo und willkommen, meine Freunde, zurück zum European Truck Simulator 2. Wir befinden uns immer noch in der 3 Millionen Kilometer Challenge. Seit Venedig fährt vor uns der Torogess. Hallo Torogess. Hallihallo, grüß euch. Und wie gesagt, er ist auf dem Weg nach Magdeburg und ich fahre weiter nach Bergen hoch. Ich habe 21 Tonnen Kartoffeln geladen. Der hat ich hingebracht, die Kartoffeln. Ich habe 18 Tonnen Schweinefleisch geladen und du hast, glaube ich, Dosen Schweinefleisch geladen oder so, ne? Korrekt, ja, 21 Tonnen. Genau, 21 Tonnen Dosen Schweinefleisch. Ja, und jetzt kommen wir hier in der Nacht rein. Haben jetzt schon beinahe Unfall auf der Autobahn gesehen, wo es gecrasht hätte. Richtig, richtig. Aber haben wir ja gut umschifft, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, jetzt komme ich von der Straße ab, weil ich mal eben wieder aufs Handy geguckt habe. Aber mir ist halt immer so blöd. Den Timer, Tablet, Handy, alles. Mein ganzer Schreibtisch ist hier voll. Oh, da kommt einer entgegen. Oh, der kommt hier fast auf meine Spur, der Sack. Da hätte es aber jetzt gerade beinahe gechappert. Ja, leck mich. Oh, und da kommt der nächste. Oh, das war aber ganz schön knapp bei dir. Doch. Ja, der fährt aber, der war doch keine 60, 80 unterwegs, das waren doch 100 oder was. Ja, und vor allen Dingen hatte der kein Licht an, der letzte. Also zumindest Standlicht hatte der an, aber nicht wirklich durchgeschaltetes Licht. Oh mein, ja, da gibt einem die Pumpe, ne? Ja, frag mal jetzt hier. Gleich mal ein Schweißausbruch. Herzrisiko ist wieder gestiegen um 105%. Oh ja. Habe ich gleich Puls 200, ne? Ja. Puh. Aber du hättest auch nicht mehr weiter nach rechts gekonnt. Da war nämlich die Leitplanke. Ja, da war nicht mehr viel Luft, das sag ich dir. Boah. Ja, ich lasse den ja schön Retarder rein und dann passt das. Ja, ich habe jetzt auch Autoretarder an. Also das ist schön beim Tempomat, dann bremst du halt selbstständig ab. Ja. Ist ja in echt eigentlich auch so. Das ist ja kein Gecheater oder was. Das haben wir ja in echt auch. Die neuen Trucks, die kannst du bald ja nicht mehr fahren. Als ich jetzt hier vor kurzem die Scheine, ich musste die Scheine ja auch neu machen, da haben die ganz neuen, hochmodernen Trucks mit diesem, wie ist das jetzt hier, Fahrspurassistent und Fahrsicherheitsabstand, also Sicherheitsabstandsmesser und was weiß ich was alles. Da sind wir auch über die Autobahn gefahren und vor mir ist ein Auto einfach reingezogen und ich hatte Abstand die ganze Zeit wirklich vernünftig zum Vordermann und so weiter und so fort. Und der hat mich einfach überholt, der PKW, und zog dann vor mir rein. Da ist der LKW voll in die Eisen gegangen. das ist scheiße, ist das. Weil wir da definitiv ja nichts dafür können halt, ne? Aber so ist das. Ist da frei? Ja, ne? Ja, bei mir war frei. Jetzt gibt's Regen auch noch. Juhu. Ne, ich hab das noch niedriger gestellt, Gott sei Dank. Ich hab keinen Regen. Also ich hab's nicht ausgestellt, ich hab's, glaube ich, auf 1% oder so gestellt. Weil gerade in den Aufnahmen mit Fraps und so weiter und so fort, ja, dann ruckelt das ganz schön. Ja, okay, dann dürfte ich dir jetzt gar nicht erzählen, mit was für Einstellungen ich fahre. Ja, erzähl doch mal. Alles auf hoch, was geht und 400%. Und in der Grafikkarte noch eingestellt Kantenglättung 4-fach und 16-fache apostrophische Filterung und habe 60 FPS konstant. Ja, das habe ich auch, ne? Also ich habe auch alles maximal auf Ultra sogar, wenn es geht. Also wirklich alles aufgerissen, weil ich habe ja auch die GTX 970 drin, ne? Und die langweilt sich ja hier im Spiel im Full HD. Und das habe ich alles schon aufgerissen, das ist klar. Aber dieses 400%, das habe ich nicht verstanden, was das sein soll. Ich habe meins zurück auf 100 gesetzt. Ich weiß nicht, wofür ist denn das da? Das ist die Skalierung, eine Art Kantenglättung. Das macht dir das Spiel nochmal schärfer und ja, realistischer. Ja, da muss ich halt auch hochsetzen. Demnächst. Du wirst dich umschauen, wie das Spiel dann ausschaut. Also ich habe jetzt ja auch keine schlechte Grafik, davon mal abgesehen, ne? Also ja, nee, es geht um die Treppchenbildung, weißt? Geht's auch nur, weil der Eurotrack-Simulator hat eigentlich keine echte Kantenglättung. Das hat er nicht. Und das löst man über diese Skalierung dann. Okay. Ja, dann wird's. Entschuldigung?
Ja, ich sag, dann werde ich das bei Gelegenheit auch mal umstellen halt, ne? Würde ich dir anraten, ja, zumindest mal langsam hochtasten, so 200%, 300%, was halt gut ist. Weil wenn du es, oder wenn es der Rechner sich wirklich so packt, dann hast du jetzt auf der Landstraße 50 bis 60 FPS, alles schön. Und dann, wenn du in die Stadt kommst, bist du auf einmal auf 20 unten. Ach, ich habe mir da jetzt erst für ARC, habe ich mir da einen neuen Rechner geholt. Ich habe da einen E7 drin, den 4790K. Dann habe ich mir die GTX 970 geholt. Ich habe 16 GB RAM. Ich habe mir das neue MSI Gaming Board geholt, dieses Motherboard und neue Festplatten alles. Also ich habe schon einen High-End-Rechner jetzt, ne? Ja, dann passt das ja. Du hast dieselbe Konfiguration wie ich. Ja. Nur habe ich die Titan drin. Ja, die Titan habe ich nicht. Die war mir zu teuer. Zumindest für die Mehrleistung zur der 79 derzeit, ne? Ja, hast vollkommen recht, aber das war ein Komplettrechner. Früher habe ich meine Rechner mal selber gebaut. Ja. Aber ich hatte keinen Bock drauf und dann war das so ein Komplettangebot und gut, dann habe ich gesagt, ja, hole ich mir den jetzt und habe 3 Jahre Ruhe und fertig. Von Alienware oder was? Nee, PC Games Hardware. Von Alternate. Ja. Also wie gesagt, ich wollte mir zuerst, die haben ja alle gesagt, ich habe ja dann auch gelesen und gelesen, die haben alle gesagt, ein i5 wäre zum Gaming besser als den i7. Dann habe ich aber gesagt, da komm, bevor du jetzt, weil ich render ja auch noch und so weiter und so fort, da ist der E7 ja definitiv auch wieder besser für, ne? Und hol dir direkt den E7 und dann habe ich gesagt, dann holst du dir aber die K-Version. Ich habe den jetzt aber jetzt noch nicht auf K, also ich habe jetzt nicht übertaktet oder so, sondern ich habe ganz normal, habe ich jetzt den normal laufen lassen, ohne zu übertakten. Zwar Blödsinn, aber wenn ich den übertakten will, dann kann ich das immer noch tun halt, ne? Ja, nee, richtig, du hast eine gute Maschine, also da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist top und fürs Zocken sowieso. Ich wollte mir zuerst noch den Dingens holen, den 6-Kerner von Intel, den neuen, aber wofür, wofür, ne? Normalerweise, die Spiele reizen jetzt noch nicht mal den 4-Kern richtig aus, ne? Ja, ist richtig, also 6-Kern braucht's nicht, weil viele Spiele das Multicore noch gar nicht ausnutzen. So, nur zur Info, ich habe jetzt nur noch 30 Kilometer. Ja, ich bin jetzt gleich, ja, ich muss ja weiter. Du wirst irgendwann dann abfahren und ich sehe dann auf meinem Navi dann halt, ne? Richtig. Das ist richtig schön, wenn man sich dann so trennt. Fehlt nur, dass man so rauswinken kann, das wäre nett. Ja, Stinkefinger zeigen. Man grüßt sich hier auch ab und zu mal ganz nett, finde ich auch ganz ja. Okay hier. So, ich muss jetzt hier die nächste rechts. Ich muss und links weiter. Du musst wahrscheinlich hier weiter bolzen. Ja gut, mein Freund. Dann gute Fahrt, ne? Dir auch, hau rein, pass auf dich auf. Dann wollen wir mal gucken, dann wollen wir in Dänemark ankommen. Kannst du mich mal entfernen, dich schon, Mann. Und red mal mit deinem Chef, dass der dir da mal einen vernünftigen Motor in das Auto tut. Hör mal, du fährst ja da die Berge, ne? Ja, es ist unglaublich. Der ist so knausrig. Vor allen Dingen, er zieht mir auch noch irgendwie Brotzeitgeld ab und so. Das muss man mal vorstellen, ne? Ja, ne? In der Abrechnung, unglaublich. Aber das ist ja im Grunde genommen nicht schlecht gemacht, ne? Das, aber das ist so unübersichtlich, woher die Kosten kommen, ne? Ja, die werden halt irgendwie, nimm mal einen Standardtarifvertrag, dann hast du auch irgendwie Verzehrbonus oder so. Aber irgendwie wird dir das nicht abgezogen, sondern den kriegst du ja eigentlich. Nee, du kriegst ja Spesen am Tag. 10 Euro pro Tag kriegst du Spesen. Das heißt, alle 4 Stunden kriegst du 10 Euro von der Spedition. Ja. Aber hast du aber mal gesehen, was du mir abziehst, ja? 15 Euro irgendwas und 5 Euro nochmal hier und. Ja, genau. Aber das habe ich, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich würde mir ja wünschen, dass es dafür definitiv eine Übersicht gibt halt, ne? Aber leider gibt es da keine Übersicht für. Ja, ich finde es ja in Ordnung. Es ist jetzt nicht übertrieben. Es ist schon okay, ich will dich ja bloß ein bisschen, weißt. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ein bisschen aufziehen. Ich verstehe das schon, aber habe Küt von Halde, kennst du das? Haben kommt vom Halten. Chefs haben nie Geld, nie.
Aber diese CB-Funk hier in die Trucks reinzubauen, war eine gute Investition, die die Firma getätigt hat, ne? Das ist richtig, ja. Was hier definitiv noch fehlt, aber das ist jetzt auch nicht wirklich relevant. Ich meine, wir haben es ja im Singleplayer sag mal schnell, jetzt wirklich noch Lenk- und Ruhezeiten, ne? Aber das geht ja synchronmäßig nicht, weil wie gesagt, es muss ja alles synchronisiert werden, wo die Fahrzeuge sind und so weiter und so fort. Und wenn das denn auch noch simuliert wird, dann geht der Server ja dann definitiv auch in den Keller, ne? Gehe ich auch von aus, ja. Also es ist schon okay so, ja. So. So, da wird die Verbindung vom Funk jetzt auch noch schlechter. Ich denke mal, wir stellen jetzt auch mal den Funkkontakt etwas ein. Ich höre dich jetzt nämlich nur noch abgehackt. Du machst deine Aufträge da und wir fahren jetzt weiter, wie gesagt, meine Freunde, aber erst in der nächsten Folge. Upsala, wir sollten mal Fernlicht ausmachen, da kam uns einer entgegen. So, in der nächsten Folge machen wir weiter. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid, wenn wir mit unseren Trucks durch Europa heizen. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.